Mein Thema heute Dürren. Dürren und natürlich auch ein Stück weit, was haben Dürren mit Klimawandel zu tun? Möchte ich so in den nächsten 10 Minuten sehr ein bisschen das Thema einführen. Was ist überhaupt eine Dürre? Ist ja schnell ausgesprochen, ja, wir haben eine Dürre, aber was heißt das jetzt eigentlich? Was ist das? Zunächst einmal ein Extremereignis und man kann es flapsig formulieren, wir haben weniger Niederschlag, als wir es normalerweise gewohnt sind. Und natürlich, wenn wir sie beurteilen wollen, dann müssen wir über Schwellwerte reden, über Andauern reden und Wiederkehrzeiten reden. Dann aber gibt es ganz, ganz viele Definitionen von Dürre. Ich habe mehr als 100 gefunden. Ich mache es aber mal relativ einfach. Wir gucken uns meteorologische Dürren an, das ist so ein Monat. Landwirtschaftliche Dürren, Einfluss auf die Pflanze, das sind dann 2 Monate und mehr. Oder hydrologische Dürren, dann sind wir beim Wasserkreislauf. Dann sind wir bei 4 Monaten und länger, oder sozioökonomische Dürren, dann geht es noch länger. Dürren treten vorzugsweise da auf, wo wir große jahreszeitliche Unterschiede im Niederschlag haben. Das sieht man sehr schön. Also wir würden nie davon reden, dass wir in der Sahara eine Dürre haben. Ne? Interessant ist es dort, wo wir, wie gesagt, im jahreszeitlichen Verlauf unterschiedliche Niederschläge haben. Man sieht schön die rot eingekreisten Bereiche, wo das blaue mal hineinläuft und wieder hinausläuft. Dürren hat es natürlich schon immer gegeben. Die Geschichtsbücher sind voll davon und auch mit enormen Folgen. 2, 3 Beispiele hier. Einmal hier Ende des 19. Jahrhunderts, China, Indien, wahrscheinlich mehr als 1 Million Todesopfer. Viele erinnern sich noch an Biafra. Aber auch in Deutschland gibt es so etwas wie Dürren. Der Sommer 2003 war ja nicht nur ein Hitzesommer mit Folgen für die Gesundheit, sondern er hatte auch ganz andere Folgen und es war ein Dürrejahr. Ganz aktuell natürlich Äthiopien. Und jetzt ist die Frage natürlich, gibt es Dürretrends? Wenn es mehr, wenn es weniger. Wenn man mal den IPCC sich anguckt, dann konstatiert er, das ist ein Zitat hier, ist alles nicht so einfach. Es gibt Gebiete, wo wir mehr haben, das sind hier die roten Punkte, und es gibt auch Gebiete, wo es weniger wird. Da komme ich aber gleich nochmal ein bisschen drauf. Man versucht natürlich auch Erklärungen, auch nicht einfach. Typischerweise landet man dann bei der allgemeinen Zirkulation, also der Härtezelle, dass sie ein bisschen größer wird und dann die Auf- und Abstiegsgebiete sich verschieben. Aber wir haben noch ein bisschen mehr gemacht als das. Hier nochmal der Einfluss des Monsuns. Um jetzt Vergleichbarkeit herzustellen, muss man Dürreindizes definieren. Das kann man auch machen, ohne dass ich jetzt in Details gehe, das können wir später vielleicht nochmal machen. Typischerweise ist das so, eine Dürre baut sich nicht gaussverteilt auf, wenn Sie die obere Verteilung sehen, das ist mehr so eine Gamma-Verteilung. Also sprich, es geht langsam hoch beim Niederschlag und klingt dann so ganz, ganz langsam ab. Und das muss man halt übersetzen, um solche Schwellwerte halt definieren zu können. Wenn man das gemacht hat, dann kann man das auch darstellen. Das haben wir getan. Das ist das entscheidende Bild jetzt hier. Wie haben sich Dürren seit 1952 entwickelt? Natürlich sind 60 Jahre nicht geeignet, um dann die Dürreproblematik überhaupt dem Klimawandel zuweisen zu können. Dafür sind diese 60 Jahre einfach zu kurz. Gleichwohl kann man sehen, dass sich die Dürregefahr in bestimmten Regionen erhöht hat. Afrika, Teile von Afrika, dann hier Brasilien sieht man Dürregefahren, also alles was gelb ist, ist mehr Dürregefahr, alles was blau ist, weniger. Und auch der Mittelmeerraum gehört dazu. Aber es gibt auch Regionen, wo die Dürregefahr deutlich reduziert ist. Wenn wir mal zum Beispiel uns Nordeuropa angucken, dann sehen wir, es ist alles blau. Die Frage ist natürlich, wie geht es weiter? Wie entwickelt sich das? Klimamodelle tun sich schwer damit. Dieses Bild hier zeigt, wo die Modelle gut sind und wo sie schlecht sind. Das kann man machen, indem man halt Dinge, die schon passiert sind, versucht nachzurechnen. Das ist hier genau gemacht worden. Nur da, wo das grau ist, sind Klimamodelle geeignet, überhaupt eine Aussage zu machen. Dort, wo es rot ist oder blau, sind Klimamodelle ungeeignet. Und da sehen Sie halt, weite Teile der Welt sind dafür nicht geeignet, im Moment mit Projektionen ausgewertet zu werden. Was kann man denn trotzdem sagen? Das Zuweisen des Effektes des Klimawandels auf die Dürre ist mit 60 Jahren nur schwer machbar.
Gleichwohl, wir wissen natürlich, die Temperaturen gehen hoch und das hat natürlich eine erhöhte Verdunstung zur Folge. Das ist eine Binse. Also überall dort, wo die Bodenfeuchte im Moment noch hoch genug ist, besteht tendenziell eine Dürregefahr aufgrund der höher gehenden Temperaturen, ansteigenden Temperaturen. Wenn der Boden bereits vollkommen ausgetrocknet ist, wird der Effekt natürlich klein sein. Gleichwohl ist der Effekt natürlich auch dann da, wenn wir tiefwurzelnden Bewuchs haben und wenn wir eine Bewässerung betreiben. Dort sind negative Einflüsse des Klimawandels durchaus möglich. Was kann man machen? Das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Das hängt extrem davon ab, wo ich mich gerade befinde. Hochentwickelte Gesellschaften, zum Beispiel wie die Vereinigten Staaten von Amerika, die können also solche hübschen Sachen machen wie hier. Also was die hier machen ist, die haben einen LKW mit unendlich vielen kleinen Plastikkugeln, glaube ich, sind das, und die decken dann diesen Stausee ab und dann kann man die Verdunstung natürlich reduzieren. Das ist, was dahinter steckt. Das kann man natürlich in Afrika nicht machen, das ist vollkommen klar. Da muss man sich halt andere Dinge überlegen. Zusammenfassend, Dürren hat es immer schon gegeben. Die Ursachen sind vielfältig. Klimatologische Aspekte gibt es natürlich. Seit 60 Jahren betrachten wir die Dürren systematisch. Wir können sehen, dass bestimmte Regionen stark betroffen sind. Wir wissen, dass El Niño, La Niña, also die ganze Enso-Problematik eine Rolle spielt, natürlich. Und wir haben gesehen, dass es bestimmte Gebiete gibt, die eine Verschärfung der Dürre zeigen. Die Gebiete habe ich genannt, also Afrika, Teile von Afrika, Brasilien, Mittelmeerraum, pazifische Küsten von Nord- und Südamerika. Und es ist wirklich, wirklich schwierig, mithilfe von Projektionen die zukünftige Dürregefahr belastbar abzuleiten. Und damit will ich schließen. Herzlichen Dank. Bevor ich einsteige in das Thema Klima, Migration und Konflikt und dann nochmal reinzoome auf das Beispiel Syrien, meine Fallstudie, nochmal kurz drei Worte zu den verschiedenen Hüten, die ich virtuell sozusagen trage. Ich komme vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg. Die Forschung, die ich hier vorstelle, ist vom Exzellenzcluster an der Uni Hamburg, dem Klima-Exzellenzcluster dort, finanziert worden. Und aktuell bin ich Vertretungsprofessorin an der Helmut-Schmidt-Uni. Gut, Klimawandel und Migration, also erstmal ganz allgemein, lässt sich schematisch ungefähr so darstellen. Das stammt aus einem Journal-Beitrag, den ich mit Michael Broska, dem Direktor des IFSH, letztes Jahr veröffentlicht habe. Was Sie hier in der zweiten Zeile sehen, sind die wichtigsten Variablen dafür, welchen Einfluss globaler Umweltwandel einschließlich des Klimawandels und seiner Folgen haben kann. Dazu gehört auf der einen Seite Verletzlichkeit, Verletzbarkeit, Vulnerability auf Englisch, dann Resilienz, Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit, sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen, Adaptive Capacities. Dabei ist dann vorweg zu sagen, Migration ist nur eine von drei möglichen Reaktionen auf globalen Umweltwandel, auf Umweltwandel, der das Überleben schwierig macht. Ich kann nichts tun, also passiv bleiben. Das Resultat sind die verletzlichsten Teile der Bevölkerung, die sogenannten Trapped Populations, also sozusagen eingeschlossene Bevölkerungsteile, die nicht in der Lage sind zu gehen, obwohl die Bedingungen eigentlich nicht mehr zum Überleben geeignet sind. Ich kann mich innerhalb der Situation anpassen. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass ich nach einer Flut dorthin zurückgehe, wo ich vertrieben wurde und mein Haus höher baue als vorher. Ja, das ist eine klassische Anpassungsleistung. Oder ich kann migrieren. Und bei der Migration sind es dann wieder, befinden wir uns auf einem Spektrum von komplett unfreiwillig bis hin zu freiwillig. Auch das hängt wieder von den Ressourcen ab, die mir jeweils zur Verfügung stehen. Ich kann also vertrieben werden oder umgesiedelt werden. Ich kann einfach fliehen müssen. Da müssen wir nochmal unterscheiden zwischen schnell einsetzendem Umweltwandel, also zum Beispiel einer Flut oder einem Brand, und langsam einsetzendem Umweltwandel. Dazu gehört zum Beispiel die Dürre. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, das läuft auch unter Anpassungsmaßnahme, der Arbeitsmigration. Das heißt, ich versuche durch zirkuläre Migration meinen Lebensunterhalt auf eine andere Basis zu stellen, um mich unabhängiger zu machen von Umweltwandel. Dabei ist der Umweltwandel oder der Klimawandel immer nur einer von vielen Faktoren, die zu dieser Migrationsentscheidung beitragen. Ja?
Soziale, politische, demografische und vor allen Dingen wirtschaftliche Faktoren spielen neben ökologischen Faktoren eine Rolle für Migrationsentscheidungen. Es ist fast nie möglich, ganz singulär zu sagen, es ist der Klimawandel, der zu einer Migrationsentscheidung geführt hat. Das erstmal ganz allgemein. Dazu gibt es noch nur als Fußnote sogenannte Pull-Faktoren, also Faktoren, die die Richtung von Migrationsbewegungen bestimmen. Dazu gehört zum Beispiel die Aussicht auf ein besseres Leben an einem bestimmten Ort oder so etwas wie: Ich möchte migrieren, mein Onkel ist schon irgendwo. Das senkt für mich die Transaktionskosten, an diesen Ort zu gehen und nicht an einen völlig anderen, weil die sozialen Netzwerke dort zumindest schon begonnen wurden, ja, auf die ich zurückgreifen kann. Dann die Frage, wo kommt da Konflikt mit rein in diese Gleichung? Ganz allgemein gibt es dazu inzwischen relativ viel Forschung, die sich unter dem sogenannten Migration Security Nexus fassen lässt. Dabei spielt eine große Rolle in den Themen, die behandelt werden, eben die Frage, ist menschliche Mobilität eine Chance oder ein Risiko? Und als Risiko wird sie vor allen Dingen dann gesehen, wenn sich Migrationsbewegungen aus dem globalen Süden in den globalen Norden bewegen. Die Klimamigration kommt hier vor allen Dingen deswegen ins Spiel, weil es Vorhersagen gibt, die mit relativ hohen Zahlen hantieren. Es gibt also die maximalistische Schule, die von ungefähr 200 Millionen Klimamigranten bis 2050, bis das Höchste, was ich gelesen habe, ist eine knappe Billion bis 2050 gehen. Ja. Und demgegenüber stehen diejenigen, die sehr viel skeptischer sind und die sehr viel stärker die Komplexität von Migrationsentscheidungen in den Vordergrund stellen und deswegen auch mit sehr viel niedrigeren Zahlen hantieren. Und jetzt mein Fallbeispiel. Es gibt insgesamt relativ wenig Forschung zu Klimamigration, die belastbar ist im Sinne von Vorhersagen. Es gibt aber eben das Beispiel Syrien. Dort gab es eine nach ihrer Definition sozioökonomische Dürre und zwar relativ kurz bevor der Bürgerkrieg dort begann. Zwischen 2006 und 2009, 2010 gab es eine von den Einheimischen Jahrhundertdürre genannte Dürreperiode. Diese Dürre, das hier sind jetzt Daten, die das Welternährungsprogramm aus Daten der Vereinten Nationen und der syrischen Regierung zusammengetragen hat, die vor allen Dingen den Norden betraf, diese Dürre. Dort waren insbesondere die ohnehin schon eher randständigen Teile der Bevölkerung betroffen. Kleinbauern, Viehzüchter, die ja so unter Druck geraten sind, unter anderem durch diese Dürre, ich komme gleich noch auf die anderen Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben, dass sie vermehrt migriert sind, und zwar in den Süden. Die Theorie sagt jetzt, oder eine Hypothese, die insbesondere in den letzten 12 Monaten relativ viel Aufmerksamkeit erhalten hat, die stammt aus Berkeley insbesondere, da ist im letzten Jahr eine Studie erschienen, die eine lineare Kausalität herstellt zwischen dieser Dürre, der Migration und dann dem Beginn der Demonstrationen in Syrien. Die Idee dabei ist, diese Migranten sind in die Städte gegangen, dort war der Druck ohnehin schon so groß, der demografische Druck, der ökonomische Druck und so weiter, dass das fast zum Überlaufen gebracht hat. Das ist mehr oder weniger die Idee. Und wenn Sie sich jetzt angucken, wie die politische Geografie der Aufstände ganz am Anfang 2011 aussah, dann sehen Sie, dass in den Gegenden, in die die Migrationsbewegung sich bewegte, die Aufstände begannen. Das ist nicht die These, die ich vertrete, sondern das ist die These, die ich untersuchen wollte in meiner Forschung. Was ich jetzt getan habe, ist, ich bin nach Syrien gegangen, nach Jordanien gegangen, um dort mit syrischen Bauern zu sprechen, 2014, 2015. Ich habe mit Migranten gesprochen und mit Nicht-Migranten. Ich habe nur mit Menschen gesprochen, die in der Landwirtschaft tätig waren. Und es ging eben um solche Themen wie, wie hat sich diese Dürre überhaupt ausgewirkt? War sie überall gleich? Welche Rolle hat sie gespielt für die Entscheidung, an Demonstrationen teilzunehmen oder eben auch nicht? Und wie sah die Binnenmigration eigentlich aus? Stimmt das, dass hier
Die am häufigsten genannte Zahl ist, 1,5 Millionen Menschen sich aus diesen von der Dürre betroffenen Gebieten auf den Weg gemacht haben, innerhalb von Syrien in Gebiete, um dort ja, einen besseren Lebensunterhalt zu verdienen. Hier die Feldforschungsergebnisse einmal relativ kurz zusammengefasst. Grundsätzlich ist zu sagen, die syrische Regierung hat praktisch nichts unternommen, um die Folgen der Dürre abzumildern. Es ist sogar so, dass das ist aber nichts, was sozusagen auf die Zeit der Dürre begrenzt ist, sondern das begann vorher schon. Die städtischen Eliten oder die Städte und die Landbevölkerung hatten schon vorher begonnen, sozusagen auseinanderzudriften. Ja? Bashar al-Assad hat keinen, anders als sein Vater zumindest am Anfang, keinen besonderen Wert darauf gelegt, das, was vorher das Rückgrat seiner Regierung war, nämlich die Landbevölkerung, weiter zu unterstützen. Die Dürre war ein Migrationstreiber unter vielen. Insbesondere die liberalen Wirtschaftsreformen, die Bashar al-Assad begonnen hat, haben den Druck ganz massiv erhöht. Diese Dürre traf also das Land in einer Zeit, als die Bedingungen sich ohnehin schon verschlechtert hatten. Wir hatten eine Arbeitslosigkeit von 30%, insgesamt eine relativ große Perspektivlosigkeit. Die Einnahmen aus dem Ölsektor waren seit Mitte der 90er Jahre, hatten die kontinuierlich abgenommen. Und all diese Dinge zusammen haben dazu beigetragen, dass das Überleben eben immer schwieriger wurde. Und zu diesem Zeitpunkt traf diese Dürre das Land. Ja? Das lässt sich zum Beispiel an dem Beispiel darstellen, dass 2008 Bashar al-Assad die Treibstoffsubventionen mehr oder weniger über Nacht gekürzt hat. Der Treibstoffpreis stieg, er verdreifachte sich, manche sagen, er vervierfachte sich. Gleichzeitig war das die Hochzeit der Dürre. In einer Dürre, wenn der Regen wegfällt, hängt man noch stärker vom Grundwasser ab. Um das Grundwasser aus dem Boden zu bekommen, brauchen sie Pumpen. Diese Pumpen brauchen Treibstoff. Der Treibstoffpreis übertrug sich auf diese Weise auf den Wasserpreis und der Wasserpreis auf die Nahrungsmittelpreise. Und Sie können, also Sie sehen, wie der Zusammenhang aussieht. Die Binnenmigration nahm tatsächlich zu. Das haben meine Interviewpartner durchweg bestätigt. Die ging allerdings nicht, wie diese Hypothese, die ich vorhin dargestellt habe, in der Regel sagt, in die Städte, sondern diejenigen, die wirklich von der Landwirtschaft abhingen, gingen eher nicht in die Städte, sondern sie gingen in andere ländliche Gebiete, zum Beispiel um Dara herum, um dort in der Landwirtschaft zu arbeiten. Sie folgten damit etablierten Migrationskorridoren. Migrationskorridore sind etwas, wo die Transaktionskosten eben niedriger sind, wenn ich einem schon, wenn ich dem folge. Dann interessanterweise durchweg wurde gesagt, die Migranten sind eigentlich nicht diejenigen gewesen, die demonstriert haben. Auch dazu zeige ich Ihnen gleich nochmal einen Ausschnitt oder ein Zitat aus einem der Interviews, die ich geführt habe. Das deckt sich auch mit der Forschung zu sozialen Bewegungen. Die soziale Bewegungsforschung sagt, dass man soziale Netzwerke und Sozialkapital braucht, um in der Lage zu sein, um Demonstrationen insbesondere in einem repressiven Regime wie dem syrischen überhaupt orchestrieren zu können. Und über dieses Sozialkapital verfügten diese Migranten nicht. Aber das bedeutet nicht, dass die Dürre überhaupt keine Rolle gespielt hat für die Demonstrationen. Denn zu sehen, wie die Regierung den Norden hat verarmen lassen, ohne irgendwie zu helfen, hat für die Menschen, die in der Landwirtschaft lebten, zum Beispiel in Dara und dort mit den Migranten gearbeitet haben, eine Rolle gespielt, weil sie gesagt haben, das zeigt uns noch mehr, dass der soziale Vertrag zwischen Regierung und Zivilbevölkerung zumindest zu bröckeln begonnen hat. Das hier nur als ein Beispiel für ein Interview, das ich geführt habe. Das ist jetzt ein Bauer aus Dara, der eben sagt, sie kamen aus dem Norden, aus Hasaka und dieser Region. Die Zahl stieg an. In manchen Dörfern gab es mehr Migranten als Ureinwohner. Man fand sie überall und sie arbeiteten in der Landwirtschaft.
Sie hatten ein schwieriges Leben, keine Hilfe und lebten in Zelten. Und sie waren völlig unpolitisch. Sie sind zur Arbeit gegangen und wieder zurück. Und hier nochmal zum Thema Klimamigranten als Revolutionäre. Im ersten Jahr blieben manche der Muhajirin, der Migranten, aber als die Gewalt anstieg, gingen sie wieder dorthin, wo sie hergekommen waren, oder sie gingen sofort nach dem Beginn der Demonstration. Ja, das nur zur Information. Das sind ein paar Veröffentlichungen zum Thema. Die erste kommt im April raus, die zweite im Friedensgutachten im Juni und die letzte ist bereits raus. Das ist ein konzeptioneller Beitrag zum Zusammenhang zwischen Klimawandel, Migration und Konflikt. Vielen Dank.